Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ja, erstmal Glückwunsch für Greuther Fürth zum Sieg. Hochverdient, wie ich denke. Unglücklich für uns, natürlich der Zeitpunkt. So kurz vor Schluss, trotz alledem, glaube ich, war Fürth über weite Teile des Spiels das stärkere Team. Wir haben es leider immer nur phasenweise geschafft, ins Spiel zu kommen, das Spiel ausgeglichen zu gestalten. Ja, wir waren sehr bemüht, aber letzten Endes haben eigentlich sowohl im Spiel nach vorne als auch in der Defensive einfach noch ein paar Prozent gefehlt. Wir haben schon gewollt, aber ich glaube, an dieser Stelle muss ich die Mannschaft auch in Schutz nehmen. Wir haben ja 3,5 Wochen Vorbereitung gehabt und ich glaube, heute hat man gesehen, dass diese Prozent, die am Ende dann ja auch ein Spiel ausmachen und dann wirklich das Entscheidende sind, einfach noch nicht da sind. Und das heißt für uns, ja, hart zu arbeiten, sich das zu erkämpfen, zu erarbeiten, anzutrainieren, was uns fehlt und dann in der nächsten Woche das besser zu machen, als was wir heute gemacht haben. Nochmal, ich mache den Jungs an der Stelle keinen Vorwurf. Ich glaube, man hat gesehen, jeder wollte, aber heute war leider nicht mehr drin. Danke sehr. Ich muss eine Frage loswerden. Kann es sein, dass Herr Welz zu viel diskutiert mit den Spielern, anstatt sich auf das Spiel zu konzentrieren? Dem Gast gibt man das erste Wort. Jeder hat seine Art, jeder hat seine Berechtigung. Ich finde die Frage jetzt nicht irgendwie zielführend. Er hat ein ordentliches Spiel heute gepfiffen, glaube ich, ein gutes Spiel, ohne größere Fehler. Ob man da diskutiert oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Kann ich jetzt für mich nichts. Ich wüsste nicht, was ich daran stören sollte. Also. Ja, auch die Schiedsrichter müssen ja erstmal in die Saison starten. Und es gibt immer Richtlinien, die zu befolgen sind. Und von daher, wir haben ein bisschen diskutiert auch mit dem Schiedsrichter, aber war schon so in Ordnung. Also wir hatten schon mehr Diskussionen mit Schiedsrichtern. Also, ja, also. Stimmt. Gibt es weitere Fragen abseits des Referees? Christoph Ruf. Ja, Herr Kautzinski, Sie haben den Jimmy Hoffa in der Halbzeit ausgewechselt. Was hatte das für Gründe? Und Sie hatten auch nicht wirklich einen Stürmer dann auf der Bank, ne? Ja, das hatte taktische Gründe, weil wir keinen Zugriff im Mittelfeld hatten. Das kann man auch mit dem Verhalten der Stürmer regeln, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das hinbekommen. Deswegen habe ich mich für eine Mittelfeldveränderung entschieden, was auch defensiv funktioniert hat. Da war ein bisschen mehr Sicherheit am Anfang der zweiten Halbzeit im Spiel. Wir haben mit Boubacar Berry und auch Marvin Melem offensive Leute auf der Bank, die haben das Rennen gemacht, jetzt gegenüber zum Beispiel Pascal Köpke. Das ist ein Ergebnis der Vorbereitung von 4 Wochen und deswegen haben wir uns entschieden, auch so auf den letzten Metern hat Marvin Melem einfach auch nach vorne hin das einen kleinen Tick besser gemacht und dann muss man als Trainer halt harte Entscheidungen treffen. Normales Ding. Also wir haben schon offensive Leute dabei gehabt. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.